Also, heute ist der 6. November 2021, das ist die Beschaffungs- und Produktionswirtschaft Vorlesung FAD 1. Und heute machen wir weiter mit einem der Themen, die uns beschäftigt haben, nämlich die Industrie 4.0 Prozesse. Wurden bereits definiert als soziotechnische die euch erinnern, wir haben da eine Grafik gemacht mit soziale und technische Dimensionen, cyberphysische Netzwerke. Okay, heute schauen wir uns die Konzept der Netzwerke, was Cyberphishes heißt, ist einfach, stellt euch vor, wir haben hier ein Netzwerk voller Elemente mit, das sind Beziehungen und Knoten und Cyber heißt kybernetisch. Also die Elemente, die kybernetische Elemente sind die informationsflusslastige Elemente. Und dann haben wir physische Systeme. Beispielsweise in einer Maschine findet ihr physische Elemente, also etwas, was man anfassen kann. Und aber innerhalb von diesen Prozessoren oder innerhalb von diesen Chips und Rechner und so weiter gibt es auch Daten, die wir nicht anfassen können. Und das sind diese kybernetische. So, es entstehen kybernetische oder Cyber-Physical Systems, cyber-physische Netzwerke. Okay. Heute schauen wir auf das Wort Netzwerk. Okay. Steht dann im Fokus. Und so ist dann die vollständige Beschreibung von den Systemen. So, was ein Netzwerk ist, erstmal intuitiv. Ein Netzwerk kann durch die Gruppe oder Set, ein Set ist eine Gruppe, der Knoten und Kanten Edges definiert werden. Okay. Diese Gruppe wird als Graph G genannt oder bezeichnet. Okay. Also wir haben ein G, ein Graph als ein Set, eine Gruppe von Knoten und Kanten, Nodes and Edges, wobei n geht zwischen 1 und n groß.
Und E geht zwischen 1 und E groß. Okay. Und das ist die mathematische Bezeichnung von einem Graph. Okay. Fragen soweit? Beispiel können wir hier zum Beispiel darstellen. Beispiel Netzwerk als Graph. Stellt euch vor, ich bezeichne die Graphen als Kreise. Entschuldigung, die Knoten als Kreise. Die werden dann nummeriert. 1, 2, 3. 4, 5, 6 und 7. Und dann die Verbindungen zwischen den Knoten ebenfalls. So dargestellt. Und so haben wir unser Netzwerk. Soweit passt. Ich habe die Knoten. Okay. Graph ist ein Set, okay, also eine Liste von Knoten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und das sind die Knoten und dann die Edges. Okay, also blau. Eins, zwei, eins, drei, zwei, drei, dann drei, vier, vier, fünf. Fünf, sechs, fünf, sieben, sechs, sieben. Okay. Eins, zwei, eins, drei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, fünf, sieben, sechs, sieben. Intuitiv, gleich versteht sich, was damit gemeint ist. Fragen bitte.
Das passt soweit. Okay. So, wir wollen in einem Industrie System wollen wir zwei Sachen. Wollen wir vieles, aber zwei Sachen. Eine kurze Durchlaufzeiten. Okay. Sollte im Prozess so gering wie möglich zu sein. Und homogene Verteilung der Information in den Gruppen. Okay. So groß wie möglich. Gut, stellt sich fest, dass diese beiden Merkmale können wir mit Hilfe von der Netzwerktheorie messen. Und zwar die Durchlaufzeit kann mit dem sogenannte Average Path Length, APL, das ist der Mittelwert der Abstände zwischen Knoten gemessen werden. Je kleiner, desto besser. Also APL sollte so klein wie möglich dimensioniert werden. Der die Verteilung der Information in Gruppen kann mit dem Cluster Co Effizient oder in Englisch Clustering Coefficient gemessen werden. Also CC sollte so groß wie möglich dimensioniert
werden. Okay, die Formeln dafür gucken wir uns an. Ich schreibe jetzt mal die Formel und dann werden sie dann dementsprechend erklärt und danach anschließend machen wir ein Beispiel. Der Average Path Length ist 1 geteilt durch n, Anzahl Knoten, mal n minus 1. N mal n minus 1 ist die maximale Anzahl Beziehungen in einem Netzwerk. Mal die Summe hier 1 bis n, doppelte Summe von alle Abstände der Knoten zueinander. Zu allen anderen. Okay. Das ist einfach der Mittelwert, weil wir die Anzahl der Beziehungen und die Anzahl der Schritte zwischen den Beziehungen in Verbindung setzen. Und der Clustering-Koeffizient oder no, lass uns ein Beispiel erstmal machen für die Berechnung des APLs. Anhand des Beispiels, was wir auch, vorhin gesehen haben, also das ist der Graph, was wir haben. Okay, und was ist jetzt der Average Path Length? Eins geteilt durch 7 n mal 7 minus 1, 6. Mal. Okay, für den ersten Knoten. Was ist der Abstand zwischen Knoten 1 und Knoten 2? Hallo? Ein Schritt, oder? Also 1. Der Abstand zwischen Knoten 1 und Knoten 3 ist nicht 2, weil ich muss den kürzesten nehmen, also 1. Sag's mir bitte, wenn ich zu schnell gehe, okay? Der Abstand zwischen 1 und 4 ist 1, 2 Schritte. Der Abstand zwischen 1 und 5 ist 1, 2, 3 Schritte. Der Abstand zwischen 1 und 6 ist 1, 2, 3, 4 Schritte. Der Abstand zwischen 1 und 7 ist
Eins, zwei, drei, vier Schritte auch. Es ist wirklich nur der Eins. Okay. Möchte jemand mit mir Knoten 2 machen? Ja. Ja. Möchtest du Knoten 2 machen? Okay, danke. So, was ist der Abstand zwischen 2 und 1? 1, super. Zwischen 2 und 3. 1. Zwischen 2 und 4. 2, super. 2 und 5. 3. Okay, zwischen 2 und 6. 4 und zwischen 2 und 7. Nein. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Gut. Super, vielen Dank. Möchte jemand Knoten 3 machen? Dann mache ich das. Knoten 1 und 3 haben einen Abstand von 1, 1, 3 und 4 von 1, 3 und 5 von 2, 3 und 6 von 3, 3 und 7 von 3. Okay. Für Knoten 4. 4 und 1 haben Abstand von 2. 4 und 2 von 2. 4 und 3 von 1. 4 und 5 von 1. 4 und 6 von 2. Und 4 und 7 von 2. Zwischen 5 und 1 von 3, 5 und 2, 3, 5 und 3, 2, 5 und 4, 1, 5 und 6, 1, 5 und 7, 1. Okay. Knoten 6. Sechs und eins sind 4, 6 und 2 sind auch 4, 6 und 3 sind 3, 6 und 4 sind 2, 6 und 5 1, 6 und 7 auch 1. Und 7 und 1 sind 4, 7 und 2 sind 4, 7 und 3 sind 3, 7 und 4 sind 2, 7 und 5, 1, 7 und 6, 1.
Der ABL von dem Graph ist also, zwei, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 92 geteilt durch 42, also 2,190472. Okay. So, hier, was wir gewinnen können als an Know-how, ist, dass wenn zwei Netzwerken ge gegeben werden, diejenige, die einen kleineren APL hat, wird die kleinste Durchlaufzeit haben. Wir können also damit Netzwerke, Prozesse vergleichen. Fragen zu der Rechnung. Es ist verständlich. Keine Fragen. Gut, okay, dann machen wir weiter. Mit dem sogenannten Clustering Coefficient. Oder Cluster Koeffizient. Hier der CC wird folgendermaßen gemessen. Wie gesagt, wir messen hier die Fähigkeit, Gruppen zu bilden in einem Netzwerk. 1 geteilt durch n. N ist die Anzahl Knoten. I 1 bis n. 2 mal L sub i. Geteilt durch K sub i mal K sub i minus 1. Ich erkläre gleich, was die Dinge bedeuten. Also n sind die Anzahl Knoten, das ist klar. L sub i, bitte jetzt aufpassen, sind die Anzahl Beziehungen zwischen den Nachbarn von Knoten I und K sub I
auch genannt Degree von Knoten, sind die Anzahl Nachbarn vom Knoten I. Okay. Das sind die Parameter, die die Clustering Coefficient beschreiben. Das ist immer noch zu abstrakt, und deshalb machen wir ein Beispiel wieder. Ihr werdet ja sehen, dass mit dem Beispiel relativ easy ist zu verstehen. Also nehmen wir wieder das gleiche Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay. Und das ist unser Graph. Und hier nehmen wir Clustering Coefficient. 1 geteilt durch n. Okay, also ich nehme die Formel um. 1 geteilt durch 7 mal für Knoten 1 die Summe auf alle Knoten, deshalb für Knoten 1, 2 mal L sub i, also 2 mal L sub 1. Was ist L sub 1? Anzahl Beziehungen zwischen den Nachbarn von Knoten 1. Welche sind die Nachbarn von Knoten 1? Sehr gut. Und wie viele Beziehungen gibt es zwischen 2 und 3? Eine Beziehung. Sehr gut. Also L sub i, L sub 1 ist 1. Okay, das sind L1. Anzahl Beziehungen zwischen Nachbarn von Knoten 1. Okay. Geteilt durch, bitte bleib bei mir. Wie viele Nachbarn hat Knoten 1? Hast du ja gesagt, 2 und 3. Richtig? Das heißt, K sub 1, 2, also das heißt, K sub 1 ist 2 Anzahl Nachbarn. Knoten 1. Okay. Mal 2 minus 1. Okay. K sub i bleibt das gleiche. Also das ist für Knoten 1. Gut. Möchtest du bei mir bleiben und machen wir Knoten 2 gemeinsam? Ich weiß nicht. Ja. Okay, dann bitte sag mir, was ich schreiben sollte. Eins, warum eins? Sehr gut. Geteilt durch. Sehr gut. Super. So, kannst du gleich weitermachen mit 3, bitte.
Warum eins? Und wie viele Nachbarn hat jetzt drei? Drei. Eins, zwei und vier, oder? Und zueinander haben die nur eine Beziehung zwischen 1 und 2. Also L3 ist 1 und dann, was steht dann unten? Sehr gut. Okay, ich sehe, du hast verstanden. Möchte jemand noch weitermachen? Mit Knoten 4. Möchte jemand weitermachen, bitte? Es ist wichtig, dass ihr das versucht. Okay, dann mache ich. Ja, bitte. Zwei. Null, ja, sehr gut. Okay, warum 0 und warum 2? 2 minus 1? Also, genau, 3 und 4. Sehr gut. Okay, für Knoten 5. 1. Gut. Und sehr gut. So weiter. Gut. Sehr gut. Okay. Also, das ergibt, wenn man diese Rechnung macht, 0,6 Periode. Okay. So, je größer unser Clustering-Coefficient, desto besser bilden sich Gruppen, Clusters in unserem Netzwerk. Desto besser ist also unsere Informationsaustausch in der Organisation. Okay, ist verständlich. Ist verständlich. Ich gebe euch jetzt eine Übung. Okay. Gebe euch folgendes Netzwerk. Kommt ihr euch vielleicht bekannt vor, das Bild?
Okay, das ist jetzt ein Netzwerk, das ist jetzt der Kunde, das ist jetzt der Lieferant. Das sind unsere Informationsflüsse. Mit Entnahme-Kanban, mit Produktions-Kanban. Bitte ermitteln Sie die oder den Average Path Length und Cluster Coefficient vom Netzwerk. Okay. So, wie gehen wir damit um? Kann mir jemand einen Ansatz geben? Also in die Richtung geht es dann in die Prüfung dann nachher. Kunde. Lieferant. Wie gehen wir damit um? Kann es jemand sagen? Was sind die Knoten? Hinweis als erstes stellen wir ein Graph dar vom Prozess. Wie können wir ein Graph darstellen? Hat man eine Idee? Okay, ich gebe euch einen Hinweis. Prozessschritt 1 oder Prozessschritt Lieferant, Prozessschritt 1. Prozessschritt 2, 3, 4, 4 und 5. Okay, das sind, Entschuldigung, Kunde. Das sind unsere Prozessschritte. Okay. Und dann der Kunde ist mit wem verbunden? Der Kunde ist mit wem verbunden? Hallo? Mit 4, sehr gut. Dann 4 ist mit wem verbunden? Drei ist mit wem verbunden? Mit 2 über den Informationsfluss, aber 3, also entschuldige, der 4 ist, nee, da habe ich nicht korrekt gemacht, warte mal. Bam, 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 weg.
Hier fehlen Prozessschritte, nämlich die Supermärkte. Okay. Also es fehlt mir ein Prozessschritt Supermarkt. Zwischen 2 und 4, zwischen 3 und 4 und Supermarkt zwischen 2 und 1, beziehungsweise die FIFO-Prozesse zwischen 1, 2 und so weiter. Zwischen 2, 3 und Lieferant 1. Ich muss sie auch darstellen, ansonsten habe ich keine Chance. So, das erste ist der Lieferant. Dann gibt es ein FIFO. Lieferant 1, dann gibt es einen Supermarkt 1, 2, dann gibt es einen Prozess 1, Prozess 2, FIFO zwischen 2 und 3, dann gibt es einen Supermarkt zwischen 3 und 4. Dann gibt es Prozess 3, dann gibt es Prozess 4 und dann gibt es der Kunde. Und jetzt können wir verbinden. So, Kunde ist verbunden mit 4, hat der Kollege vorhin gesagt. 4 ist verbunden mit dem Supermarkt 3-4. Richtig. Supermarkt 3-4 ist verbunden mit 2. Drei ist auch verbunden mit Supermarkt 3-4. Zwei ist verbunden über den FIFO mit 3. Okay. Zwei ist verbunden mit dem Supermarkt 1-2. Und der Supermarkt 1-2 ist verbunden mit dem Lieferant. Der Lieferant ist verbunden mit FIFO, mit dem Prozess 1. Und 1 ist verbunden mit dem Supermarkt 1-2. Okay. Das wäre eine Option. Wenn wir das so darstellen, dann kriegen wir ein Clustering-Koeffizient von 0, weil es an sich keine Dreiecken gibt in der Organisation. Ich mache jetzt auch aber eine Verbindung zwischen 1 und Lieferant. So, überall wo FIFO steht, gibt es einen direkten Informations- und Materialfluss, sowie zwischen 2 und 3, wo es auch FIFO besteht. Okay. Und so wäre der Graph von der Organisation oder von dem Prozess dargestellt. Okay. Ich wiederhole,
Die Beziehung den FIFA, vom FIFO ist sowohl informativ über den FIFA-Prozess, aber auch direkt materialflusstechnisch zum Prozess. Okay, zum Kunde. Passiert sowohl zwischen L und 1 und zwischen 2 und 3. Ist verständlich. Wie bitte? Ja, okay. Hat jemand Fragen? Und dann denn das nächste ist einfach die Rechnung APL gleich 1 geteilt durch n mal n minus 1 mal Summe i1 bis n, j1 bis n von d sub ij. Okay, das werde ich jetzt nicht machen, das könnt ihr selber durchführen. 1 geteilt durch, es gibt 4, 8, 10 Elemente, also n ist gleich 10 mal 9 mal, ich mache euch den ersten Knoten, Abstand zwischen L und FIFO, L1 ist 1, Abstand zwischen L und 1 ist auch 1, Abstand zwischen L und Summa 1, 2 ist auch 1, Abstand zwischen L und 2 ist 2, Abstand zwischen L und FIFO 2, 3 sind es 3. Abstand zwischen L und Summa 3, 4 ist 3. Abstand zwischen L und 3 sind es auch 3. Abstand zwischen L und 4 sind es 4. Und Abstand zwischen L und K sind es 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ist verständlich? Gut, dann, wenn ihr das wiederholt für alle Knoten, kriegt ihr den Average Path Length von einem echten Prozess. Okay? Und so schließt sich eigentlich der Kreis. Wir haben die ganze Zeit über diese Prozesse gesprochen und so könnt ihr, seid ihr in der Lage, auch die erste Züge der Netzwerktheorie auch darauf anzuwenden. Natürlich kann man das alles machen mit Hilfe von Python und so, aber das ist jetzt übersteigt jetzt die den Scope dieser Vorlesung. K sub i minus 1. Also 1 geteilt durch 10 mal für den ersten Knoten mache ich das. 2 mal L sub i. Wie viele Nachbarn hat L? Hat 2, haben keine Beziehung zueinander. Also null.
Das ist für L plus. Sagen wir mal für den Phi vor L1 ist das gleiche. Plus für den Supermarkt 1, 2 ist das gleiche. Plus zweimal zwei, weil der Knoten 1 hat 1, 2 und 3 Nachbarn. Warte mal, das ist falsch. L hat 3 Nachbarn. Das erste ist falsch. L hat 3 Nachbarn. Und die Beziehungen zwischen den Nachbarn sind 2. Genauso wie bei 1 hat 3 Nachbarn, L, Summa und FIFO. Und die Beziehung dazwischen sind 2. Entschuldigung für den Fehler. Okay. Verständlich. Ja. Ja, das habe ich versucht vorher ein paar Mal zu wiederholen. Okay, jetzt pass auf. L hat mit 1 sowohl eine Informationsflussbeziehung, okay, die haben wir dargestellt über den Kanban, aber auch eine Materialflussbeziehung. Das heißt, L liefert direkt an 1. Okay? Hier, nee. Das Ding erfolgt auf beide Kanäle. Die Information, das Material geht zusammen, aber geht, ja, so ist es gemeint. Okay. So, und ja, genau, und das geht dann so weiter. Wenn ihr alle Elemente dann durchmacht, kriegt ihr den Clustering-Coefficient von dem Prozess ermittelt. Ist verständlich? Okay. Fragen soweit? So, Netzwerke können mit dem sogenannten. So, wir haben jetzt zwei Kennzahlen von Netzwerken dann ermittelt. Okay, Average Path Length und Clustering Coefficient. Und jetzt beschreiben wir das Netzwerk mit dem sogenannten Laplacian. Vom Graph. Okay, Laplacian ist eine Matrix. Matrizielle Darstellung vom Graph, die dann alle Informationen hat, also L ist gleich D minus A. Okay, ich sage gleich, was das alles bedeutet. L ist der Laplacian
D ist die sogenannte Degree Matrix und A ist die sogenannte Adjazenz Matrix. Okay. So. D hat nur Diagonalelemente mit den Anzahl Nachbarn. Degree, okay, das K sub i, was wir vorher hatten. Alles andere ist 0. Und A hat A nur Elemente außerhalb der Diagonale mit ein 1 bei Beziehung oder ein 0 bei fehlende Beziehung. Sehen wir gleich, was das heißt. Es ist ganz einfach. Mit einem Beispiel, keine Sorge, das ist jetzt nur die theoretische Erklärung. So, lass uns jetzt den gleichen Beispiel wie vorhin nehmen. Okay. So, die Degree Matrix ist eine Matrix 7 mal 7, also n mal n, sozusagen. Lass uns da durchgehen. Wie viele Nachbarn hat 1? 2, oder? Das ist die Degree dann von 1. Wie viele Nachbarn hat 2? Wieder 2. Wie viele Nachbarn hat 3? 2. 3. Wie viele Nachbarn hat 4? 2. Wie viele Nachbarn hat 5? 3. Wie viele Nachbarn hat 6? 2. Wie viele Nachbarn hat 7? 2. Okay. Und alles andere sind Nulls. Okay. So, und dann die Adjazenzmatrix. Ah. Ist ein bisschen aufwendiger. Aber auch kein Rocket Science. Gut. In der Diagonale gibt es ein 0. Hat 1 eine Beziehung zu 2? Ja. Dann kommt hier ein 1. Hat 1 eine Beziehung zu 3? Ja. Also kommt ein 1. Hat 1 eine Beziehung zu 4? Nein. Kommt ein 0. Hat 1 eine Beziehung zu 5? Nein. Kommt ein 0. 6. 0.
7-0. Okay. Hat 2 eine Beziehung zu 1? Ja. 1. In der Diagonale gibt es 0. 2 zu 3? Ja. 1. 2 zu 4? Nein. Drei. Hat 3 eine Beziehung zu 1? Ja. Zu 2? Ja. Zu 3? Nicht. Zu 4? Ja. Zu 5? Nein. Ist verständlich? Möchte jemand mit mir Nummer 4 machen? Null, null, eins, eins. Sehr gut. Was ist mit 5? Sehr gut. Was ist mit 6? Null, 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 eins, ne, Entschuldigung, null, null, eins, eins, das ist 6 und dann null, 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 eins, eins, null, 7. Okay. So, und wenn wir jetzt einfach den Laplacian machen, d minus a, wo? Bei 6, ja, stimmt. Andersrum. Vielen Dank. Quatsch. Danke auf jeden Fall. Ja, okay, dann hoffen wir, dass alles richtig ist. Der Laplacian ist dann die elementenweise Substraktion der beiden Matrizen. Das ist dann kein Rocket Science, das ist dann 2. Minus 0 ergibt 2. 0 minus 1 ergibt minus 1. Dann nochmal minus 1. Dann alles 0, 1, 2, 3 und 4. Dann minus 1, 2, minus 1. 0, 0, 0, 0. Dann minus 1, minus 1, 3, minus 1, 0, 0, 0. Dann 4, 0, 0, minus 1, 2. Minus 1, 0, 0. Und weiter geht's. 0, 0, 0. Minus 1, 3. Minus 1, minus 1. Und dann 0, 0, 0, 0. Minus 1, 2. Minus 1. Und 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, 2. Okay.
So, das ist der Laplacian Matrix. Und diese Matrix hat eine Eigenschaft. Okay, und das ist das Coole. Beschreibt vollständig unser Graph. Also wir haben die gleiche Information auf dieser Matrix wie auf dem Bild und hat einige interessante Merkmale. Okay? Nur, dass mal ihr das gehört habt. Die Eigenvektoren der Laplacian Matrix konkret der zweite Eigenvektor heißt Fiedler-Vektor, kann uns analytisch sagen, wo der Engpass des Prozesses liegt. Mir ist jetzt bewusst, dass ihr dieses Konzept der Eigenvektoren noch nicht kennt. Das werden wir in dem Neujahr uns angucken, in der Mathe-Vorlesung. Okay. Aber der zweite Eigenvektor, Fiedler-Vektor, dieser Matrix hat positive Zahlen bis zum vierten Element, ohne dass ich das rechnen muss. Und dann negative Zahlen ab dem vierten Element. Und das heißt, dass der vierte Knoten der Engpass des Prozesses ist. Okay. Ich sag, was die Eigenvektoren heißen und wie man das rechnet, lernen wir noch. Ist irgendwie klar, dass hier durch 4 muss alles durchlaufen. Okay. Und dann wird automatisch dieser Vektor zum oder dieser Knoten zum Engpass. Okay. Natürlich, wenn man nur, sagen wir mal, 7 Knoten hat, ist kein Problem. Wenn ihr aber entschuldige, Netzwerke analysiert mit aber Tausende von Elementen, dann ist diese Vorgehensweise sehr hilfreich, um sehr schnell mit Hilfe von Python oder von anderen Ansätzen herauszufinden, wo die Engpässe von Prozessen sind, ohne irgendeine Zahl erhoben zu haben. Okay. Also das ist ganz arg wichtig, die Eigenschaften, die man aus der Netzwerktheorie ermitteln kann, nennt man spektrale Eigenschaften. Vom Graph gibt es eine tolle mathematische Theorie darüber. Falls es euch interessiert, könnt ihr dann weiter reinschauen. Ich gebe euch einen kleinen Buchtipp. Ja, klar. Ja.
ab dem vierten Punkt, also wenn du den Eigenvektor errechnest, okay, das ist jetzt da, das können wir noch nicht machen, das machen wir im Januar. Manche Elemente sind positiv und irgendwann ändert sich und manche sind negativ. Ja, die Eigenvektorrechnung können wir noch nicht. Okay, wenn wir sie machen, dann gibt es hier positive Zahlen, hier negative Zahlen. Und das heißt, der Punkt, wo es einen Wendepunkt gibt, das ist der Engpass. Bitte, warum es so ist, kommt aus der spektralen Theorie und das ist jetzt ein bisschen weit weg. Das will ich jetzt nicht eruieren weiter im Detail. Nur, dass ihr das mal gehört habt, Fiedler-Vektor und Eigenvektoren der Laplacian-Matrix. Wie wir das berechnen, das machen wir später. Ich gebe euch einen Buchtipp, falls ihr bei der Bibliothek vorbeiläuft. Ihr könnt The Lean Brain Theory euch holen. Das ist da ein Buch von mir. Das ist meine Habilitation und da findet ihr alle diese Konzepte wieder in Bezug auf die Industrie 4.0. Okay, falls jemand Interesse haben sollte in der Bibliothek im Campus. Okay. Gibt es Fragen soweit? Ja. Das ist in Schwäbisch Hall. Ich habe es dem Campus halt sozusagen geschenkt. Das findet ihr in Schwäbisch Hall. Ja. Gut, dann werde ich mich dementsprechend verabschieden. Ich muss mich auf Covid testen lassen, da ich morgen operiert werde. Und das heißt, muss ich hier zumachen. Also, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt bitte gesund.